Im Rahmen einer Pressekonferenz im Eco-Plus-Forum in der Industriezone Wiener Neudorfs präsentierte Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav die Wirtschaftsstrategie 2020 in Niederösterreich. Niederösterreich ist der Wachstumsmotor in Ostösterreich. Hier wollen wir die Indikatoren BIP bzw. auch Exportdaten und Beschäftigung heranziehen als Messlatte. Frau Landesrätin, die derzeitige Wirtschaftssituation in Niederösterreich, wie schaut es aus? Grundsätzlich sehr ambivalent. Ne? Wenn man die Nachrichten verfolgt, dann hört man einerseits, dass das WIFO uns in Österreich voraussagt eine Rezession. Auf der anderen Seite investiert Semperit in den Wirtschaftsstandort in BIM Passing 7 Millionen Euro in eine innovative Produktionsanlage. Also es ist sehr ambivalent, aber es zeigt auch, dass Niederösterreich nach wie vor ein attraktiver Standort ist, sonst würde Semperit zum Beispiel nicht investieren. Und es zeigen auch verschiedene andere Kennzahlen. Exportwirtschaft hatten wir ein Hoch mit 20 Milliarden Exportvolumen oder Betriebsansiedlungen, so viele wie nie zuvor, vor allem auch sehr viele, die aus Wien heraus übersiedeln nach Niederösterreich. Und auf der anderen Seite, auch in der Kaufkraftanalyse, sind wir zum ersten Mal Nummer 1 in Österreich. Also sehr viele Indikatoren, die für ein positives Wachstum in Niederösterreich sprechen. Aber natürlich sind wir innerhalb Österreichs und international vernetzt und bekommen natürlich auch die Herausforderungen national und international zu spüren und wollen hier mit der Wirtschaftsstrategie gerüstet sein für die neuen Herausforderungen. Niederösterreich weiterhin als attraktiven Wirtschaftsstandort ausbauen. Und da ist natürlich Messlatte ganz klar die Betriebsansiedlungen bzw. die Betriebsgründungen und die EPUs. Wir sind ja in Niederösterreich dafür bekannt, dass wir klein- und mittelbetrieblich strukturiert sind. Also das heißt, 99,8% aller unserer Betriebe, das sind doch 92.000, sind Klein- und Mittelbetriebe. Also das heißt, es gibt genug und die muss man jetzt, genauso wie Sie gesagt haben, dazu motivieren, auch weiterhin innovativ zu sein und hier Ideen umzusetzen. Denn das haben uns auch schon die letzten Jahre gezeigt, wer innovativ ist, neue Produkte, neue Prozesse immer wieder auf den Markt bringt, der ist auch weniger krisenanfällig. Also der durchtaucht auch angespannte Situationen. Und dazu wollen wir jetzt die Rahmenbedingungen auch verstärkt schaffen mit Finanzierungsmodellen, mit neuen Produkten wie zum Beispiel den Technopol-Voucher, wo wir dazu motivieren, innovative Produkte und Gedanken am Boden zu bringen. Niederösterreich baut hochqualifizierte Arbeitsplätze aus. Warum? Weil wir hier auch sehr viel schon begonnen haben, im Bereich der Technologie zu investieren. Und wir wissen ganz genau, hochqualifizierte Arbeitskräfte nehmen auch Arbeitskräfte im Mittelbau mit. Das heißt, es gibt eine Kennzahl, die heißt, zwei Forscherinnen oder Forscher bedeuten auch eine Arbeitskraft im Mittelbau. Das heißt, wenn wir hochqualifizierte Arbeitskräfte hier forcieren, dann haben wir auch für den breiten Mittelbau Arbeitsplätze geschaffen. Das ist ein großes Ziel. Sie haben auch erwähnt, eine Kompetenzlandkarte. Können wir das nochmal im Detail hören? Kompetenzlandkarte haben wir jetzt entwickelt oder sind gerade dabei, wo es darum geht, auch wiederum die Kompetenz und die Innovationskraft von den Klein- und Mittelbetrieben zu erheben, die oft dann der Nachbarbetrieb in der Region oder so gar nicht kennt. Und das ist schade, weil sich hier dadurch natürlich auch Synergien ergeben können oder neue Geschäftspartnerschaften, die in der Umgebung in Niederösterreich liegen, wo der eine vom anderen profitiert, wenn er nur weiß, was der für Kompetenzen hat. Also ein kleines Beispiel. Es gibt ein Unternehmen, das Metallprofile baut und hat jetzt natürlich Metallkompetenz. Und jetzt kann es einen anderen in der Region geben, der sagt, ja, ich brauche das eigentlich, diese Metallprofile, ich habe gar nicht gewusst, dass der das macht. Also vernetzen wir hier und sehen hier an der Kompetenzlandkarte, wer was kann. Und dann kann jeder schauen, was er braucht und sich hier diese Unternehmen bedienen. Also eine einfache Vernetzungsgeschichte, aber unglaublich wertvoll, um die Wertschöpfung in Niederösterreich zu halten. Das heißt, der Wirtschaftsstandort Niederösterreich, wir brauchen uns keine Sorgen machen? Ja, das wäre jetzt wahrscheinlich zu optimistisch. Ich würde einfach sagen, wir müssen die Herausforderungen, die rundherum sich abspielen, natürlich ernst nehmen, beobachten und die richtigen Maßnahmen setzen und den Unternehmungen helfen. Furcht ist kein Kriterium für die Unternehmungen, die sind ja auch gewöhnt, dass es auf und ab geht. Es geht nur um die richtige Begleitung und um die Innovationskraft. Ich glaube, das macht es aus.